Im Gegensatz zu deutschen Bären. Also, ich rate dir nicht näher zu kommen. Ich hab nämlich AIDS. Wenn das sein muss, dann beiß ich einfach zu. Los, komm. Die Idee mit dem AIDS ist vielleicht einsame Spitze. Ich hatte voll Angst vor dir. Na, willst du auch mal? Nee, zu schlapp. Du, Papa? Ja? Ich habe ein Mädchen kennengelernt. Und? Jetzt weiß ich nicht. Essen ist fertig. Deckst du den Tisch, Jan? Ja, klar. Ja. Wie bei allen Lebewesen steht auch bei den Fischen die Fortpflanzung an erster Stelle nach dem Fressen und der Selbsterhaltung. Na, was für eine Überraschung. Zu gegebener Zeit stoßen Männchen und Weibchen Samen und Eizellen aus, die sich im Wasser in Wolken mischen, wobei die Eier befruchtet werden. Sag ich doch. Ja, warte doch mal. Natürlich gibt es Abweichungen von dieser allgemeinen Regel. Länglich paarende Säcke. Steht hier überhaupt nichts über lebend gebärende Fische drin. So Mist, ey. Ich hab's ja gleich gesagt, von Jugendbüchern kann man nichts erwarten. Du hast wirklich noch nie jemanden mit hierher genommen? Wehe, du brichst dein Versprechen. Für was hältst du mich? Wie im Paradies. Naja. Doch. Das ist irgendwie so wie hier. Zumindest in meinem. Wie sieht's denn in deinem aus? Dunkel, ruhig, nass und voller Fische. Dunkel? Im Paradies ist doch nicht dunkel. Die Hölle ist dunkel. Ja, aber anders dunkel. Durch das Wasser scheint die Sonne durch. In die Hölle nicht? Ist echt endschön hier. Richtig cool. Uncool. Jan?
32 Sekunden? Scheiße. Okay, mach's besser. Okay. Mal versucht. Die zu ersticken? Ich bin unter die Decke gekrochen und habe die Luft angehalten. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie das sein würde, wenn die mich finden. Und wie traurig alle wären, dass ich tot bin und so. Tja, und dann ging mir die Luft aus. Pech. Mutter ist da. Im Urlaub? Nee. Die wohnt da. In Kenia? Hier wäre das Wetter zu schlecht. Krass, deine Mutter zieht nach Kenia, weil ihr das Wetter hier zu schlecht war? Besuch mitgebracht. Opa? Das ist Nina. Nina? Mein Opa. Kann er uns denn überhaupt hören? Die ist noch ein bisschen schüchtern. Hallo, Opa. Schön, Sie kennenzulernen. Cooles Apartment haben Sie hier. Ein bisschen klein, aber sonst